Oh mein Gott, das ist richtig schlecht. Nein! Warte, ich schick mal ein Foto von meinem Versteck. Ja, mach das. Ist nicht so fies, oder? René, ist dein Ernst, du Ehrenloser? Hey, wieso, Claudia? Wo ist der Hubschrauber? Hey, Leute! Was geht? René hier mit... Katja und... Und wir sind heute in Brooklyn... Alleine! Und... Claudio ist nicht Claudio. Da! Claudio! Nein! Sag hallo! Wie meinst du das, Jens? Claudio, sag hallo. Hallo, hallo. Wie meint ihr das, Jens? Leute, wir machen einen Hide and Seek in Brookhaven, aber nicht normal, weil das haben wir oft genug gemacht. Wir machen heute mit Lava. Lava kommt gleich. Wir stellen uns das einfach vor, dass Lava kommt. Und das bedeutet, wir müssen uns gleich irgendwo verstecken, wo man vor der Lava sicher ist. Also beispielsweise hier. Und hier verbrenne ich mir halt die Füße. Und wir haben das alles relativ eng gemacht. Das heißt, man darf nur hier in dem Bereich, dann bei der Polizei, bei dem Kindergarten und bei dem Poolbereich. Alles, sobald es auf die Straße geht, also hier zum Beispiel, ist verboten. Kanntet ihr den Untergang hier, den U-Bahn? Leute, man merkt, ich bin so lange nicht mehr in Brookhaven gewesen. Guten Morgen, ja. Gibt's seit einem Monat oder so schon. Vielleicht, oh mein Gott, da ist ja eine U-Bahn. Okay, wer möchte freiwillig suchen? Du. Du. Nee, möchte ich nicht, aber ich mach's trotzdem. Ja. Okay. So, alles klar, und Leute, man darf sich auch umziehen. Also eigentlich können wir sehr schön irgendwas Tolles machen. Und wo zählst du, René? Ich zähle bei dem Diner. Ich mache auch einen Stream an für euch. Oha, ja, danke. Bei dem Diner. Diner. Okay, alles klar. Sollen wir jetzt starten? Wie viel Zeit haben wir zum Verstecken? Also haben wir keine Zeit, wir haben einfach... Versteckt euch einfach, sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ich werde euch eh finden. Oh, ja, ich muss auch sagen, wie meinst du das? Sich hier zu verstecken, ne? Es ist ein bisschen schwierig. Oder? Es ist ein bisschen schwierig. Ja, es soll ja auch schwierig sein. Ich denke mal, wir werden auch mehrere Runden machen. Klar, wenn wir mehrere Runden machen. Ich also habe ein Versteck, das will ich auf jeden Fall testen. Deswegen möchte ich gleich nochmal auch als Suchender, nee, als Verstecker rankommen. Ah, ich muss echt sagen, ist schon schwierig, weil... Warum? Ja, wie warum? Warum ist schon schwierig? Ja, weil man sich ein gutes Versteck haben muss, ist schon... Aber ich finde, also ja, es ist schwierig. Wir können gerne, also ja, wir können es auch meinetwegen gerne gleich ausweiten, aber... Aber? Sagen wir mal so. Die Challenge ist jetzt nicht, dass man nicht gefunden wird, weil wahrscheinlich wird man gefunden werden. Die Challenge ist vielleicht eher, dass man einfach nicht als erstes gefunden wird. Eine gute Challenge, finde ich sehr. Dann hat man gewonnen, wenn man nicht als erstes gefunden wird. Ich weiß, wie schwierig es ist gerade, sich ein gutes Versteck zu finden. Weil, ja, ne? Weil das ist ja stark begrenzt. Wartet mein Versteck gleich ab. Was ist das? Was mache ich hier? Ja, du, oh mein Gott. Du willst nicht meinen Sinn, glaub es mir. Ja, ich hab okay, let's go. Such mich mal. Also, wir machen jetzt erstmal wieder hell. Dann sehe ich euch schon mal besser. Oh, meinst du, es ist richtig schlecht? Nein! Ich werde den Baum reingemischt. Ihr seht gerade, wo ich bin. Ich habe das schlechteste Versteck in ganz Europa. Jetzt sagt ihr die ganze Zeit so, oh, mein Versteck ist so schlecht und so weiter. Jetzt ist halt der Druck da, dass ich euch finde, ne? Weil sonst nein, glaub es. Ich sehe dich. Also, ich wollte gerade sagen, ich sehe dich, aber ich sehe doch auch deinen Stream. Ups. Glaub es mir, du bist. Mein Versteck ist nicht besser. Nein, Katja, glaub es nicht. Glaub es mir. Es ist 100% nein, nicht glaub besser. Nein, glaub es mir. Glaub es mir, mein Versteck ist wirklich. Also, es ist wirklich das Schlimmste. Also, wenn du es dir dann immer anguckst, dann denkst du dir einfach nur, was hat die sich dabei gedacht? Ja, denkst du das bei mir auch tatsächlich. Aber René hat uns immer noch nicht gefunden. Nee. Ja, ich habe ja gerade erst angefangen. So, wir gucken jetzt erstmal ein Versteck, was sogar ganz okay ist, ist das hier. Aber ja, nee, da habe ich erst überlegt, aber ich dachte mir so, ey, komm, da findet mich René sofort. Ja, ist halt, ein bisschen sehr offensichtlich so, ne? Ja, okay, ganz ehrlich, aber jetzt so die ganz offensichtlichen Dinge habt ihr ja schon mal nicht gemacht. So, okay, wir gucken mal weiter. Und hier reinglitschen eigentlich nicht, ne? Nee. Also. Gut. Ja. Ich meine, man darf nicht vergessen, so, ihr könnt euch verkleiden. Ah, wobei. Ja, okay. Ein Versteck muss ich natürlich. Das wird jetzt leider ein bisschen Zeit kosten, aber. Ja, ich weiß, du meinst oben Polizeipräsidium, oder? Ja, jetzt mal ehrlich. Da bin hat ich sich einer davon euch versteckt? Ich nicht. Versprochen nicht. Ich nicht. Okay. Ey, jetzt hat sich einer von euch. Guck lieber sich jetzt selber, ich vertraue Katja nicht. Ja, ich nämlich auch nicht. Hä, warum? Ich hab doch einfach gesagt, ey, nein, ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Oh, jetzt auf dem Klo. Ja. Leute, das privat. Bitte nicht zugucken. Ja, aber warum zeigst du es uns? Ich glaube, du musst ein bisschen größer machen, um reinzukommen, oder? Nee, kommst du durch? Nee. Okay. Oh, ist gar kein Bock. Also, oh nein. Nein, Grinne, da ist niemand. Komm, kannst also, weggehen. Also, ich bin links, ganz links müsste es sein.
Ja, egal, ich vertraue euch jetzt mal. Also, nee, du, Scherz, also ich weiß nicht, ob Katja da ist. Wo seid ihr? Also, René, ich weiß nicht, ob Katja da ist. Ne? Also, ich bin da wirklich nicht, aber ich weiß nicht, ob Katja nicht da ist. Also. Katja. Das ist nicht dein Ernst. Hä, hey, aber Moment mal, wieso kann ich dich nicht anklicken? Du musst schlafen gehen, da kannst du dich durchbacken. Hä? Wie? Warte mal. Ja, das ist ja zum Schlafen. Ich glaube, dann backst du dich da durch, dann backst du dich durch die Wand, weißt du? Ich glaube, Katja hat sich durchgebackt. Ich habe mich nicht durchgebackt, ich schlafe einfach. Ah! Ich könnte dich gar nicht anklicken, deswegen habe ich mich irgendwie aufgewundert. Ich habe doch gesagt, das ist ein richtig, richtig nicht guter Versteck. Meins ist schlecht. Ja, war okay. Meins ist schlecht, aber René hat mich schon gesehen eigentlich. Hä? Du hast mich schon gesehen, mein Freund. Oh, du bist doch an mir vorbeigelaufen. Oh nee. Ja, vor allem, ich war jetzt ja überall, aber das kann ja überall sein. Boah, der war wirklich in diesem Polizeipräsidium. Ich muss auch wirklich dran denken. Ich suche jetzt ja teilweise auch nach Verstecken. Katja, bist du gerade in den Baum gegangen? Ja. Kannst du da bitte rausgehen? Nein. Ich muss ja nach Verstecken suchen. Das zählt jetzt nicht, weil Katja ist in meinem Baum. Das hat jetzt nicht gezählt. Hey, warte mal. Bist du da oben drin? Was meinst du? Bist du oben in dem Baum drin? Finde ich es heraus. Was, wo bist du? Nein, ich bin nicht oben in dem Baum, Spaß. Aber du hast mich gesehen, dass ich in den Baum reingegangen bin. Okay. Ja, weil ich im René-Stream das gesehen habe. Also, René, du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, ich war ja aber auch schon überall. Nein, eigentlich hattest du mich. Ja, das hilft mir sehr viel weiter. No, eigentlich hattest du mich, wirklich. Boah, da ist bestimmt in diesem Polizeipräsidium. Nee, bin ich nicht. Und, ja. Theoretisch hättest du mich gerade jetzt wiedergefunden, aber du guckst nicht richtig hin. Moment. Du hast mich... Ah! Ich hab dich... Hä? Guck mal, hä? Hey? Das ist richtig. Wie bist du denn da gut reingekommen? Aber ich... Hä, das ist doch gar nicht so gut schlecht. Natürlich ja, ist das gut. Nein, wenn du reinzoomst, dann sieht man mich eigentlich. Weil, ja, geh mal bitte hoch. Ich bleib noch liegen. Geh mal bitte hoch und guck mal nach, wie ich da liege. Du meinst vom... Aber kann man dich auch vom Kindergarten aussehen oder nur von oben? Kletter einfach hoch, dann siehst du mich ja schon. Ja, ich hab dich ja gerade. Das ist so lustig, wo ich da liege. Eigentlich, wenn du reinzoomst, würdest du zoom mal rein, weil wenn du reinzoomst, siehst du mich direkt. Lol. Ach, lol, dein Gesicht. Ja. Ja, lustig, oder? Ja, egal. Okay. Aber ich muss sagen, gar nicht so schlechte Verstecke. Nächste Runde. Ey, steh auf von mir, Katja, was machst du da? Ich setz mich hin. Also, Katja, bitte. Ja, okay, dann komm, dann suche ich. Ja, genau, das macht okay. doch Sinn. Ja, okay. Okay, ich stehe hier bei dem Starbucks Coffee. Ich mach gleich einen Stream an. Ja. Ach, schade, ich will nicht sagen, mein Versteck. Ich glaube, mein Versteck wird gar nicht so krass sein. Ist halt auch ein bisschen risky, aber. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Stream an, deswegen ich erwarte jetzt, bis ihr dann fertig seid. Boah, ganz ehrlich, das ist schon schwierig, weil ich gerade das Versteck. Dafür habe ich lange gebraucht, aber weißt du, jetzt hier einzufinden ist, boah, das ist eigentlich echt unmöglich. Ich meine, gut, ich habe das hier, das war in Ordnung, ja. Ja, ich habe mich versteckt. Oha. Soll ich den Foto schicken von dem Versteck, Claudio? Wetten, ich werde euch nicht finden. Boah, ich könnte den dreckigen Move machen. Komm, ich bin versteckt. Egal, komm, lassen wir es. Ich schicke mal ein Foto von meinem Versteck. Ja, mach das. Ist nicht so fies, oder? Soll ich jetzt suchen? Ja, ich bin versteckt. Warte kurz. Ist ja, ich hab mein Versteck. Claudia auch versteckt? Okay, ja, alles ich klar. Mein Versteck geändert. Suche ich erstmal mit meinem wunderschönen Kopf. So, alles klar. Also. Hier ist schon mal keiner. Schön günstig. Da muss man sagen, da würde ich vielleicht auch sagen, kommt sogar die Lava noch hin. Hier kommt noch die Lava hin? Ja, vielleicht gerade so. Schwierig. Kann man sich nur hier noch einlitzen? Da käme sowieso die Lava hin, also da wäre schon vorbei. So ein bisschen, ne? Das vergisst man echt immer so, auch so hinter vielen Schränken und so, da kommt überall die Lava hin. Ja. Genau, hier kommt keine Lava hin. Danke René für die besten Tipps. So, da kommt auch keine Lava hin. Genau, gut, Katja, bist auf einem guten Weg. Ja, gut. Ja, machst du gut. Ja, genau, auch René, da kommt keine Lava hin. Ja. Lass mich in Ruhe. Ernst, Ehrenloser? Hast du ihn gesehen jetzt, oder was? Hey, wir sind Claudia. Wo ist der Hubschrauber? Was meinst du? Wo ist der Hubschrauber? Keine Ahnung, kann der noch spawnen. Aber der war doch hier. Weiß ich nicht. Ich hab keinen gesehen. René? Ich hab auch keinen gesehen. Bist du mit dem Hubschrauber weggeflogen? Nee. Sicher? Nee, ich weiß nicht. Er muss ja in diesem Areal aufhalten, wo er ist.
Wo ist der Hubschrauber? Jawohl! Ey, ich wollte gerade sagen, dass das Ego-Lust noch mit dir bleibt. Oh mein Gott! Jawohl, also ehrlich gesagt, okay, ich hab schon was gefunden. Also man sieht es irgendwie schon. Ja, schade. Ich hab auch überlegt, wie schaffe ich es, dass ich den Hubschrauber spawnen lasse und trotzdem mit dem anderen wegfliege. Ja, ich würde sagen, der heutige Sieger bin auf jeden Fall ich. Ja. Ja, glaube ich auch. Deswegen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss dich erstmal finden. Bist du ein Tipp, Katja? Ja. Ich bin im Kindergarten. Kindergarten. Das Ding ist, ich habe mich sogar noch bewegt, als du losgelaufen bist, weil ich mein Versteck noch umordnen musste, ganz schnell. Also Also ich habe dich theoretisch gesehen. Nee, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gefunden, also keine Sorge. Okay, nee, ich habe dich nicht gefunden, das heißt, ich habe vielleicht... Du warst, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt gar nicht im Kindergarten, das heißt... Alles aber du klar, bist an mir vorbeigelaufen, also, dann, als ich mich versteckt habe. Genau, da war mein erstes Versteck, aber... Das war ja Lava, schlecht. Macht ja keinen Sinn. Sehr schlecht. Ja, ich bin im Kindergarten, such mich. Ja, dahinter bin ich auch nicht gerade gekommen. Ich weiß ja nicht, wie schlecht du bist eigentlich, ne? Vielleicht bist du auch da, wo ich war? Ja, guck nach. Vielleicht bin ich da, wo du warst. Klar, guck nach. Also im Kindergarten, so viel kann ja eigentlich nicht in Frage kommen. Wenn das, das aber vielleicht gibt es ein oder zwei Secrets. Aha, hast du den gefunden? Nee. Psst, René. Sag nichts. Nee. Hast du mich nicht gefunden, René? Nein. Lol, okay, nix. Nein. Also ich kenne ja aber auch keine Secrets. Ja, genau. René, du hast mich nicht gefunden, nein. René, mach bitte Tag. Es ist jetzt ein bisschen dunkel, ja. Ich sehe das nicht. Ja. Bist du schon wieder einfach da, wo du warst? Wo war ich denn? Ich war im Kindergarten, Katja. Ja, du warst doch auch im Kindergarten. Such mich. Also hier warst du doch, das ist ja doch auch Kindergarten. Nein, bin ich nicht. Hä? Nein! Spaß. Aber richtig gutes Versteck? Ja. Dein Ernst, das ist ein richtig schlechtes Versteck. Nein, das ist richtig. Doch, du musst nur richtig gucken, Katja. Nein, ich meine das, was ich gerade gefunden habe. Ach so, ja, okay. Hä? Ist auf dem Dach. Nein, ich bin im Kindergarten. Du bist im Kindergarten. Hä, aber so schlecht ist das Versteck denn wirklich gar nicht. Ja, ne? Weil sonst halt im Kindergarten... Ich laber doch immer, oh, mein Versteck ist so schlecht. Willst du wissen, Katja, gibst du auf. Nein, möchte ich nicht. Ja, boah, ich wollte gerade sagen, ich habe dich gefunden. Aber René ist erst mal ins Kind spielen. Was auch immer das war. Ah, cool, spielen. Oh mein Gott, spielen. Ich möchte sehr gern spielen. Ich möchte auch gern spielen. Was hast du mit denn da bei dir? Mit meinen Freunden. Ja, Katja, such mich mal. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warte mal. Ja, mach mal. Irgendwo reingeglitscht? Ja, klar, ich habe mich irgendwo reingeglitscht. Hast du's? Ich weiß nicht, ob das richtig glitschen ist, aber... Also ich bin irgendwo, ja, aber ich weiß nicht, ob das richtig glitschen ist. Du schläfst ja hier nicht. Nee. Puh, ich weiß nicht. Gibst du auf? Ja. Nee. Soll ich Streamer machen oder wollt ihr dahin kommen? Mach Streamer. Streamer, bitte. Bitte. Ich möchte es sehen. Ich habe keine Ahnung, wie soll man im Kindergarten guck sich einfach, noch Katja verstecken? Warum hast du es was gut bekommen? Was hast du nicht gemacht? Nein! Ich hab dich hingelegt. Du hast dich ja ins Bett gelegt, in den Schlafsack gelegt. Ich habe mich einfach nur hingelegt vorher und ja. Hey, und man kann dich gerade auch wieder nicht anklicken. Ja, PP. Oh mein Gott, kann man den noch irgendwie anders sehen? Warte mal. Kann man den also irgendwie anders... So, wenn man... Ach Gott. Mein Gott, Bleib mal drin. Ja, ich möchte das mal testen. Da bist du auch noch extra Glatze geschnitten, ne? Ja, genau. Siehst du mich jetzt, René? Ja, ich hab... Ja, wenn man da rein... Ey, aber das ist echt krass, dass man die... Man muss ja schon reinzoomen, ne? Man kann die Person nicht... Jetzt sieht man meine Füße, weil du dich hingelegt hast, Katja. Oh Gott. Ja, nee, das ist Guck mal, wenn ich mich hinlege, würde ich so liegen. Oh mein Gott, nein. Da bin ich einfach gejumpt und fertig. Oh, okay, alles klar. Das war wirklich mein Reinfall, weil ich habe das da hingesteckt. Ich habe das da hingepackt. Also, das ist ja wegen mir, diese Scheiße. Ja, genau, aber schade. Ja, ich hab's ja clever gemacht. Ein Reinfall. Ich würde sagen, schreibt gerne in die Kommentare, wer von euch heute das beste, eurer Meinung nach, das beste Versteck hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr möchtet, dass wir das Ganze nochmal machen mit der Bonus-Lava und Heizen-Sieg. Ja. Und dann würde ich sagen,
Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz genau, Freunde. Ciao. Tschüss.